Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der 1.0. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben es Tag 19, 6.42 Uhr. Wir haben in der letzten Folge die Quest gemacht, die Nachtquest, mal wieder im Zerstörten der Nacht verbracht. Wir kranken Menschen. Aber egal. So, wir fahren jetzt zum Händler und geben erstmal die Quest ab, wenn ich wüsste wo. Ist gerade ein Airdrop runtergekommen oder was? Wow! Ne, wollte gerade sagen, hä? Sah aus wie ein Airdrop, aber ist nur der Händler. Der hat mich jetzt gerade gewundert. Dieses Zerstörte. So, vielleicht haben wir ja Glück. Bauen noch ein paar Bücher. Nein. Leider nein, leider gar nicht. Wäre ja zu schön gewesen. Wir brauchen auch unbedingt noch hier die Dingsbücher. Die Werkbankbücher. Damit wir endlich die Chemiestation bauen können und endlich Sprit machen können. Alter. Wir müssen endlich Sprit machen, ey. Sonst wird das hier nichts. So. Aber nichtsdestotrotz, wir geben jetzt die Quest ab, nehmen eine neue an. Wow! Vor allem in der Luft stehen geblieben. Musst du auch erstmal schaffen, ey. Da ist natürlich wieder ein kleines süßes Bärchen. Wie immer. Komisch, dass hier kein Hund wartet, direkt vom Händler. So, Trader Joel. Wir haben was zu verkaufen hier drin. Wir nehmen die Kohle mit. Wir nehmen dich mit, das, das, das und das. Tragen. Das kann drin bleiben, das, das und das. So wie das, das und das. Da wird getankt. Sehr schön. So, dann gucken wir doch mal, was der Joel Schönes für uns hat. Servus! We're open from sunrise to sun. You just made my day. Du hast, ja gut, ja, Fertigkeitszeitschriftenpaket. Guck mal, gleich mal rein. Öffnen. Schon wieder die falschen Bücher. Selbstgebauter Stab. Interessiert mich nicht. Ich brauch die Arbeitsstation. Brauch noch 15 Arbeitsstationenbücher. Hast du welche? You're in for a treat, partner. Das ist alles nur keine Arbeitsstation, ne? Müssen wir das, das, das und das. Also die nehme ich auf jeden Fall. Die Tech-Bücher auch. Medical auch. Rüstung auch. Was ist das hier? Schlägerei, dann liegen Kampf für deine Gesundheit bei jedem Schlag und eine Gesundheit wiederhergestellt, ja. Schlagschrauber Stufe 4. Wir haben 3er, das ist jetzt. Macht's Kraut jetzt auch nicht fett, so eine Machete wäre schon geil. Da, ja, pass auf, dann nehmen wir noch die Wire-Bücher. I knew you'd be a paying customer from the moment I saw you. Schraubenschlüsselqualität 4, was? Das habe ich nicht gesehen. Aufgaben. Vergrabene Vorräte, befallene. Was ist das? Sweet Sweet Honey Poo Farm. Nee. How are you gonna get ahead? Alright, if you're in, here's what we got. Oh, Entschuldigung, ich muss gerade voll niesen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Oh, sorry. Oh, Poppin' Pills. Oh, ist mich gerade zerrissen. Johnnytown. Johnnytown sagt mir gerade gar nichts. Komm, wir nehmen das mal. Wie sieht da nicht aus? Oh, wir brauchen noch ein bisschen was. Oh. Boah, mir hat es mich gerade zerrissen. Ey. Entschuldigung. Oh. Der kam hart unerwartet.
So, dann driven wir mal dahin. Zu Johnny Town, sagt mir gerade überhaupt nichts, ne? Ah, dann muss ich gleich nochmal ein paar Autos zerschrubben, damit wir Sprit kriegen, weil 29% ist halt echt. Und wir brauchen für die Horde ja auch noch, für die Horde-Base auch noch Sprit, ne? Ja, ich weiß es doch. Ich gleich wieder anschreite. So ein schönes Feuerwehrhaus ist halt auch nice, ne? Aber wie gesagt, ich besuche dieses, glaube ich, Nummer 7 oder Nummer 8. Das war, glaube ich, in der ersten Staffel. Ah, schade. In der ersten Staffel hatten wir die Feuerwacht. Und die war richtig geil. Da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Das ist ein bisschen Sprit, sehr schön. So, jetzt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nämlich nichts, sie nichts getan. Das ist wie verarschen. Johnny Town, okay. Das Gebäude sagt mir überhaupt nichts. Ah, okay, doch. Jetzt sagt's mir was. Ah, okay. Das Gebäude ist das, okay. Tragen. Wie sieht's aus mit Hunger und Durst? Geht. Ach, das Gebäude ist das. Ja, abholen, säubern, Stufe 3, let's go. Okay. War hier nicht mal einer drin? Ich brauche Arbeitsstation. Wie sieht's eigentlich aus? Habe ich einen Punkt oder sowas? Nee, ne? Doch. Fortgeschrittener Ingenieur war doch das hier, ne? Entwickle fortschrittliche Gegenstände, schnell reduziere Kosten und Arbeitsstationen. Alle Rezepte mit Schmiedenkosten sind. Den habe ich schon, den habe ich schon. Parcours. Bräuchte ich Level 4 für. Ausdauer habe ich hier schon. Hauptader. Knüppeln, Vorschlaghammer, mehr brauche ich nicht. Flinke Hände. Deine Hände sind ganz flink. Angriff mit Speeren sind 10% schneller. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das scheint immer nutziger. Erhöhe die Beutebonus um 10, Plünder um 20. Ne, machen wir das mal. Das ist doch. Das macht doch viel mehr Sinn. Das macht auch sehr viel Sinn. Ja. Ich glaube mal ein Geier auftauchen oder sowas. Sehr verdächtig. Ich habe eine Helmlichtbot. Die sollte ich auch nutzen. Das vergesse ich jedes Mal, ne? Egal wann und wo, bei welchem Spielstand. Ich vergesse jedes Mal, die Helmlichtbot wieder anzumachen. Wenn ich die Mütze tausche. Ich wollte gerade sagen, haben sie Zombies in ihrem Spielstand vergessen, oder? Dann ist er gut. Jetzt hatte ich schon echt Angst. Jetzt hatte ich schon wirklich Angst, aber dann ist er gut. Was haben wir hier Schönes im Angebot? Nimm mit. Nimm mit den Schnorres. Kevin! Richtig. Es wird alles gut. Alles wird gut, Kevin. Okay. Ist da gar keiner drin? Nö. Süß. Was haben wir hier?
Das nehmen wir mit, das auch. Den Scheiß nicht. Ja, die Dreier gehen ja noch, ne? Wenn es dann so in die Vierer geht oder in die befallenen Quests, dann ist das alles schon ein bisschen anders. Rotten Flash, alles gut. Vierer Ranch, warum nicht? Kann man verkaufen. Sehr schön, danke. Verpiss dich. Alter. Er wollte es wissen, ne? Kleine Sack, du. Zack. Naturellement. So, mit Öl. Hier unten bleuchte ich das MG, glaube ich. Nö. Geht sogar noch. Noch weiter unten. Noch weiter unten. Okay. Noch weiter unten. Mal hier drin. Können wir gebrauchen. Messing nehmen wir natürlich gern mit. Jetzt haben wir hier Müll. Nehmen wir auch alles mit. So. Freunde der guten Unterhaltung. Den Kletterradatsch nehmen wir mit. Hab ich jetzt einen Wasserhahn mitgenommen? Okay, ich habe eigentlich gedacht, das wird. Ja, okay. Ja. Verändern. Grün sieht ja bestimmt lustig aus. Das schöne flackernde Feuer, ich mag das ja. Das Geräusch. Achso. Ah, hast du eh schon mitgenommen. Ja, bitte? Hey. Das ist der Skater, ne? Deswegen hartnäckiger. Kleiner Sack. Der kleine Drecksack. Klebeband. Ein ganzes. Es ist neu. Was war das sonst noch nicht? Hä? Okay. Ah, ne. Nicht noch. Nee, ist nicht noch. Oh Gott. Verreck. Hey, Mr. Officer. Kotzbrocken. Oh. Satz mit nix, das war wohl nix, wa? Was ist denn? Bringst du heimlich oder was? Ist denn los mit dir? Treff doch mal. Was haben wir hier schön? Oh, jawohl. Oh, oh, oh. Alter! Ja, Mann! Wie geil ist das denn? Boah, feier ich gerade eine Vierer Stahlachs. Und jetzt grappen. Geilo Milo. Wie geil ist das denn? Boah, feier ich gerade ein bisschen. Das war aber noch nicht das Ende. Kann mir mal einer sagen, warum die Lampe da schwebt? Verwirrt mich etwas. Oh, eine Vierer Stahlachs, geil.
richtig geil, ey. Unnormal gut. Wie viel Glück muss man haben, ey? Ich sag's immer wieder, die Dummen haben's Glück, ne? Hey, 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 hey. Lass das. Wie groß ist das hier denn bitte? Airdrop! Na, das war ja... Hast du gesoffen oder was? So. Also früher hast du gleich mal Geräusche gemacht, du kleiner Sack. Und jetzt kommt er einfach hier um die Ecke gestiefelt. Was ein kleiner Drecksack, ey. Aber wie tief geht's denn hier noch runter? Willst du mich verarschen? Riesig ist dieser Komplex. Bin echt ein bisschen erstaunt. Also ich hätte zwar in Erinnerung, dass das Ding schon größer ist, aber es erschreckt mich jetzt doch ein bisschen. Ein Lappen. Kenne ich genug. Entschuldigung. So war das nicht gemeint. Ja, doch, doch, genau so was gemeint. Eigentlich war es doch genauso gemeint. Ich bin hier ein bisschen hart überladen, sehe ich gerade. Gut, der eine Kaffee kann weg. Steine kann ich aussammeln. Muss ich eh heute Nacht machen. Alles andere wird nichts. Eine Knochen kann weg. Die Kohle kommt hier runter. Jo. Weiter geht die wilde Reise. Aber wie tief geht er? Alter, jetzt mal, wie groß ist das Ding hier? Schlag zu! Schlag zu! Greif doch auch mal, sagt der Fix. Wo bist du denn da? Ins Gesicht. Da hinten liegt's. Nee, hä? Komm her, du Sau. Ja. Ach, da drin versteckt sich's. Und die geile Stahlachs hier. Okay. Eine Aufgabe haben wir schon mal erledigt. Hier ist nichts mehr. Alter Schwede, ey. So, dann gehen wir mal da hoch. Draußen ist ein Bär. Ich hoffe zumindest, dass er draußen ist. Ist nur einer. Natürlich gleich wieder du. Also ich habe voll auf seine Birne gezielt, ne? Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Voll auf seine Birne. Ich hab gewusst, dass jemand auf dem Scheißhaus ist. Kevin, ey. Kleine perverse Drecksau. Was ein kleiner... Naja. Toilettenschnüffler hätte ich jetzt fast gesagt. Der ist so einer, ich glaube, der... Der leckt auch gerne hier die Toilette von innen aus.
die gewisse... Naja, egal. Soll jetzt hier nicht politisch werden. Ja. Was haben wir hier Schönes? Das war mehr Reflex als alles andere, ey. Das war auch einfach nur Reflex, ey. Die Waschbecken machen ja auch nur wegen dem Messing weg, weil wir brauchen dringend Messing. Messing kann man nie genug haben. So, irgendwo hüpft noch einer ohne Fahrschein rum. Oder mehrere. Ah, ich erinnere mich, glaube ich. Ich glaube, hier drüben sind irgendwo welche. Drüben ist auch der Endloot. So, dann befassen wir uns hier nochmal kurz mit der ganzen Thematik. Sehr schön. Interessiert mich nicht. Gleich gar nicht. Auch nicht wirklich. Das ist ja... Wow, oh, Wahnsinn. Eins. Eins. Ein ganzes Buch. So. Machen das mal ein bisschen anders. Schon wieder so ein dreckiger Kopf. Jawohl. Und der andere kotzt wieder. Alter, ich schieße ins Gesicht, in seine Hackfresse. Warte kurz, warte. Alter. Uiuiuiuiuiui. Jetzt haben wir die Musik, weil jetzt gleich eine Schreierin kommt, oder? Einfach nur, weil sie vergessen haben, sie auszumachen, okay. Immer diese ekelhaften Grün. Dafür sind wir noch nicht bereit. Halt. Dafür sind wir noch nicht bereit. So. Haben wir jetzt hier draußen alles leer gezwirbelt. Hier oben ist noch was. Ja. So. Dann gucken wir mal, ob es was gebracht hat, dass wir es geskillt haben. Nein. Wie rollen. Aber rundig. Sehr schön. So, ein Autobuch. Ja. Und das Gelumpe irgendwo reinzwirbeln. Verändern. Wir haben noch einen Platz. Verändern. 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 Nö. Sagen wir so, wie es ist. Nee. So, wie viele Schläge brauchen wir? Einen. Geil. Auto, Handyland, Reparaturwerkzeug, Klauenhammer-Qualität 5, sehr gut. Einmal Schlägergedöns. So, jetzt fängt das an, wa? Jetzt fängt's an. Klebeband. Können wir zwei herstellen. Dann haben wir trotzdem, ja gut, dann. Was ist da draußen? Schlange? Zweimal Tech, einmal das. So, dann gucken wir mal. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir direkt an der Garage. Sag ich nur ein bisschen Schiss wie das letzte Mal. Machst die Tür auf, dann kommen nochmal 80 von den Typen rein. Das kannst du schreppen. Mit dieser Schlange. Die ist aber ganz schön mutig.
Würde ich es jetzt mal benennen. Oh Gott. Sind wir so weit weg? Als wir hier gekommen wären, hätte ich fast ein Problem gekriegt. Hi, Bär! Hallo! Ich hab keine Zeit. Wenn wir schon mal da sind, haben wir im Moped noch ein bisschen Platz. Wenn wir schon mal da sind. Hi, Bär! Ciao, Bär! Ganz viele Bären hier, du. Ganz schön bärige Angelegenheit. So. Schon wieder ein Bär. Wahnsinn. Ist der Bären stark? Oh Gott. Halt doch die Schnauze. Ah! Oh, siehst du. Was denn? Karton. Naja gut, mein Werkzeug, Sammelwerkzeug, Schraubenschlüssel, freigeschaltet, Qualität 4. Haben wir nicht gerade schon freigeschaltet gehabt? Egal. So. Das kommt rein, das braucht kein Mensch, das. Das und das nicht, aber ich glaube, die den kann man verkaufen. Die interessiert mich jetzt nicht wirklich. Hi! Sag dir, wie sie, ich hab keine Zeit. Ich schaff's nicht rechtzeitig zum Händler, bevor die Karre verreckt. Coco Machete Turbo! Geronimo! Jawohl, Easy Rider. Geil. Ich mag diese Jumps mit dem Motorrad. Was ich auch mag. Den Sprit aus diesem Fahrzeug. Und bis weiter. Tschö. Tschö. Ah. So, wo ist das nächste Auto? Ich muss noch ein paar Autos rangen, sonst wird das nichts. Hier ist so ein Polizeiauto rangen. Das macht doch auf jeden Fall Sinn. Wenn ich Selbstmordgedanken hätte. Und dann bin ich sofort weg. Die einzigen Autos, die es wirklich keinen Sinn macht, wegzurangen, sind die Polizeiautos. Weil da ist eigentlich immer relativ guter Loot drin. Und wenn die immer respawnen, gut, also du machst den Respawn aus, dann ist natürlich Blödsinn, dann kannst du auch wegmachen, aber wenn du Respawn an hast, dann passt das nicht so, weil zum Beispiel wird es gar nicht so schlecht. Mal ein bisschen was verkaufen. Sehr gut. Na komm, mach den Hobel weg. Brauch Sprit. Jetzt habe ich echt gleich ein Problem. Ist auch Blödsinn, eigentlich den wegzumachen, aber ich brauche leider Sprit. Und solange wir noch keine Chemiestation haben. Verkauft, so. Müsst ihr den Sprit dann aber auch ins Motorrad füllen, weil sonst bringt er mir ja auch wieder nichts. Buddy! Ja, ich freue mich doch auch. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Mutti. Oh Gott. Schön da reingefahren, weißt du. Feliz Navidad. Ist auch schon wieder bald, ne? Wahnsinn. So krass. Zeit vergeht wieder viel zu schnell, ey. So. Tragen. Was mit den Kohlen?
Warte mal, mein Käffchen. So, du kleine Zaubermaus, Joel. Zeig mal, was du für mich hast. Ja, super. Geil. Wow. Hey, wow. Ja. Ja. Na komm. Was soll der Geiz? Und das, was? So, 4000. Schurken, Outfit, Schleicheffektivität, maximal Gesundheitsbonus, Tragekapazität, kritische Heilung, Fertigkeitszuschuss. Ja, auf jeden Fall, ja. Es sind halt viele Grüne hier, ne? Ich glaube, das würde fast Sinn machen, wenn wir wenigstens eine Waffe die Strahlenbord reinmachen. Würde schon Sinn machen. Ansonsten, ja. Thank you very much. Ich nehme nochmal gleich eine an. Trader Joel, are you looking nehmen wir hier Pop und Pilz noch an, aber die machen wir jetzt erstmal nicht. Fantastic news. Aber die machen wir jetzt erstmal nicht. So. Zap, zap, die wollen da nicht haben, warum auch immer. Lassen wir das Essen da. Mütze tauschen. So. Dann würde ich fast sagen, ich fahre hier in den Graben rein. Nein. Dann würde ich fast sagen, wir machen hier an der Stelle Feierabend. Ich fahre nach Hause, Müll aus. Gehe die ganze Nacht nochmal ein bisschen Ressourcen. Die ganze Nacht noch mal ein bisschen Ressourcen sammeln. Und wir sehen uns dann an Tag 20 wieder. Und bereiten die Horde-Base vor. Genau. Nächste Folge bereiten wir die Horde-Base soweit ein bisschen vor. Ich buddle auch noch ein bisschen was weg und so. Und dann, sehen wir uns an Tag 20 an der Horde-Base. Machen die bereit für die Horde. Dann können wir an Tag 21 noch mal ein bisschen questen gehen und dann abends dann die Horde machen. Ja, ich denke, das ist ein guter Plan. Machen wir so. Gut, dann danke ich euch sehr herzlich, dass ihr mit dabei wart und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Tschüss.